Allein die Tatsache, dass der Vorsitzende der Bischofskonferenz die katholische Kirche in Deutschland vor dem Vorwurf des Schismas verteidigen muss, spricht Bände. So ruiniert ist das Ansehen im Ausland. Das Problem ist aber, Bischof Beetzing kann den Vorwurf nicht glaubwürdig ausräumen. Was ist hier los? Hier soll es konkret um ein Interview vom 6. Mai 2021 mit der italienischen ACI Stampa, das ist die italienische Partneragentur von CNA, Deutschland, USA etc., analysiert werden. Also das ist ein Konzern, praktisch ein katholisches Konzern, ein Medienkonzern. Die meisten kennen diesen Konzern von der Mutter Angelika. Auf die Frage, ob Deutschland auf ein Schisma zusteuert, antwortet Bischof Beetzing folgendermaßen. Zitat: Ich möchte aber den Vorwurf zurückweisen, der uns wiederholt, das ist interessant, also er gibt zu, dass er es immer wieder hört, gemacht wird, wir seien schismatisch oder würden uns als deutsche Nationalkirche von Rom lösen wollen. Das ist interessant, das heißt, er hat den Druck gespürt. Unsere Verbindung zu Rom und zum Heiligen Vater ist sehr eng, so Beetzing. Alle, die offiziell an diesem synodalen Weg, das ist wichtig jetzt, teilnehmen, sind für den verbindlichen Charakter seiner Konklusionen verantwortlich. Die verbindliche Umsetzung liegt, je nach Argument, beim Heiligen Stuhl und oder beim Ortsbischof. Er sagt das im Grunde genommen, das heißt, die werden debattieren, aber am Ende ist der Papst bzw. die Ortsbischof, die je nachdem, worum es geht, entscheiden. Ja? Also er will das sagen, okay, wir sind ganz brav im Grunde genommen. Ich wiederhole noch einmal, das so Beetzing. Die Kirche in Deutschland ist Teil der universellen Kirche. Zitat Ende. Also das ist schon sehr bezeichnend, dass er das so in dieser Art und Weise sagen will. Das heißt, weil wahrscheinlich ständig kriegt er Telefonate aus dem Ausland von irgendwelchen Kardinälen und so sagt, sag mal, was ist hier los bei euch? Aber Beetzing tut so, als ob sich alle an diesen Regeln halten würden, was hier aber nicht der Fall ist. Am 10. Mai 2021 wollen etliche Priester gleichgeschlechtliche Paare segnen und es ist ihnen egal, was der Papst, die Weltkirche oder Bischof Beetzing selbst darüber denken. Sie werden es einfach tun und pfeifen auf die Autorität, auf die kirchliche Autorität. Sie wollen nicht mehr warten und das ist ja offensichtlich, denn ansonsten würden sie das nicht tun. Bischof Beetzing hat ja gesagt, also er ist gegen diese Segnung am 10. Mai. Er ist nicht prinzipiell gegen die Segnung, aber er sagt, das sollte unterlassen werden, weil sie aus kirchenpolitischen und vor allen Dingen sie werden als Revolte gemacht gegen die Glaubenskongregation, die sich dagegen ausgesprochen hat. Gerade aus diesem Grund sind die Warnungen aus der ganzen Welt vor einem deutschen Schisma so laut, weil die ja vorpreschen, diese Priester und Basisgruppen. Im Ausland spürt man, wie in Deutschland die Revolte gärt. Bischof Beetzing will auf das Problem, worum es hier wirklich geht, in diesem Interview eigentlich keine Antwort geben. Wenn Beetzing konkret auf die Segnungen eingeht, die ja in erster Linie zum Schisma-Vorwurf in den letzten Wochen geführt haben, sagt er in diesem Interview, jetzt wieder ein Zitat, in Deutschland und in anderen Teilen der Weltkirche diskutiert man seit langem, wie man das Lehramt hinsichtlich gleichgeschlechtlicher Partnerschaften und die Segnungen dieser mit gültigen Argumenten weiterentwickeln kann. Und dann später, aus diesem Grund bemüht sich der synodale Weg in Deutschland, besonders im Hinblick auf das Thema der gelingenden Beziehungen, also das sind eben diese wilde Ehen, gleichgeschlechtliche Partnerschaft etc., also nicht die Ehe meinte, sondern alles, was außerhalb der Ehe ist, in einem weitreichenden Kontext zu diskutieren, der auch die Notwendigkeit, die Möglichkeit und die Grenzen der Entwicklung des kirchlichen Lehramts betrachtet. Die Perspektiven der Kongregation für die Glaubenslehre werden in diesen Debatten Platz finden, in diesen Debatten im synodalen Weg. Das heißt, für ihn ist das ein Beitrag in diese Debatte. Aber erneut sagt er im Grunde genommen, wir werden brav sein, wir werden diskutieren und sehen, okay, was lässt sich machen. Auch in dieser Antwort tut Bischof Beetzing so,
als ob man in Deutschland schön brav alles bloß besprechen wolle, ohne mit konkreten Handlungen vorzupreschen. Das ist aber nicht der Fall. In Deutschland werden inzwischen Fakten geschaffen. Siehe die Segnungen am 10. Mai. Den rebellischen Priestern und Basisgruppen ist es egal, was Bischof Beetzing behauptet. Die tun das einfach. Bischof Beetzing handelt zunehmend wie ein Getriebener. Er will es allen recht machen. Er versucht im Interview mit diesen Italienern, die Gemüter in Italien und anderswo zu beruhigen. Gleichzeitig will er nicht die Radikalen in Deutschland domestizieren und einhegen. Das kann er auch nicht ohne Verlust von Ansehen machen, nachdem er sie selber angespornt hat, radikale Schritte zu unternehmen. Einige Beispiele. Am 28. Mai 2020 in Kirche und Welt, das ist also eine Bistumszeitung, eine deutsche Bistumszeitung, die schreiben, Bischof Beetzing für Segnungen gleichgeschlechtlicher Paare. Januar 2021, das ist ein Zitat aus der Herder Korrespondenz, also auch ein kirchliches Blatt, eine kirchliche Zeitschrift. Mehrfach hat er, Beetzing, deutlich gemacht, dass er sich eine kirchliche Segnung für Paare vorstellen kann, die nicht kirchlich heiraten dürfen, auch für homosexuelle Paare. Zitat von Beetzing in Herder Korrespondenz. Wir brauchen hierfür Lösungen, die nicht nur im Privaten greifen, sondern auch eine öffentliche Sichtbarkeit haben, aber deutlich machen, dass keine Ehe gestiftet wird. Ja, das ist jetzt vor kurzem, das war im Januar 2021. Am 25. März 2021 berichtet der Hessische Rundfunk, Zitat, Beetzing fordert eine Weiterentwicklung der Sexualmoral. Und dann hier, und dann eben zum Segnungsverbot für Homosexuelle, Limburger Bischof stellt sich gegen Vatikan. Denn damals hat er gesagt, okay, wir akzeptieren, dass der Vatikan, also die Glaubenssituation, gegen Segnungen, und das werden wir auch berücksichtigen in unseren Gesprächen im Sinn und einen Weg. Das heißt, für ihn war das ein Beitrag, aber jetzt nicht irgendwie eine Stellungnahme, aus der eine Handlung folgt. Das nicht. Und vor allen Dingen jetzt hier am 24. März 2021, und das ist sogar im Internetauftritt des Bistums Limburgs, also seines eigenen Bistums, und das ist hier ein Interview, und da sagt er, ich kann das Unverständnis verstehen und teile es ausdrücklich. Das heißt, er hat im Grunde mit den Gegnern der Glaubenssituation ja recht gegeben. Ich teile es ausdrücklich. Ja. Das Dokument aus Rom vom 15. März gibt den altbekannten Stand der Lehre wieder. Ja. Es wird aber in der Breite nicht mit einer Akzeptanz und einer entsprechenden Befolgung rechnen können. Das heißt, er hat sich schon damit abgefunden, dass es keiner akzeptiert und befolgt, vor allem befolgt. Ein Dokument, das sich in seiner Argumentation so eklatant dem Erkenntnisfortschritt theologischer und humanwissenschaftlicher Art verschließt, wird dazu führen, dass die pastorale Praxis darüber hinweggehen wird. Also im Grunde genommen sagt er, das Dokument ist eigentlich wertlos, weil es sowieso veraltet ist. Inzwischen denken wir ganz anders. Fazit. Bischof Georg Beetzing hat möglicherweise die Sprengkraft seiner eigenen Worte nicht erkannt. Er hat wohl nicht einberechnet, dass er radikale Gruppen und Priester ermutigt hat, Fakten zu schaffen, nun am 10. Mai mit diesen Segnungen. Nun hat er hoffentlich erkannt, dass er zu weit ging. Er hat ja schließlich gesagt, diese Segnungen sollten nicht stattfinden. Das hat er vor. Will er aber weiteren Schaden von der katholischen Kirche in Deutschland abwenden, muss er schnell und vor allem energischer gegen die Segnungen und sonstige rebellische Akte des radikalen Progressismus vorgehen. Er kann sich nicht nur auf Beschwichtigung beschränken. Vielen Dank für das Zuschauen. Bitte vergessen Sie nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Video.